Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf der Chris Garage. Heute soll es mal um Cockpit-Bemalung gehen. Ich bemale mal eine Fahrerfigur und zeige euch, wie ich das Ganze so mache. Diese Fahrerfiguren sind ja bei vielen Modellen dabei. Hier geht es jetzt also mal rum. Fahrerkopf, Torso könnt ihr übrigens auch einzeln kaufen, falls eurer nicht so schön geworden ist früher und ihr ihn nochmal ein bisschen besser machen wollt. Ihr habt immer ein bisschen Pinsel, die ihr benutzt, könnt ihr auch andere Pinsel benutzen. Ich benutze die Tamiya-Farben. Auch da finde ich immer ganz klassisch jetzt europäischen Hautton LP30 benutze ich meistens. Ich habe dann immer noch mal standardmäßig ein Schwarz dabei, gibt es in verschiedenen Matttönen. Und dann könnt ihr euch noch ein Blau oder ein Rot holen. Damit kann man eigentlich die meisten Torsos richtig schön anmalen. Wenn ihr dann noch ein Schwarz habt oder manchmal noch ein Silber, kann ich noch sagen, ist auch ganz schön. Damit könnt ihr noch so ein bisschen diese Manschetten, die Schnallen sozusagen an so einem Gurt nochmal nachrüsten. Dafür geht aber auch ein silberner Edding, das kann man auch machen. Ansonsten, ja, das ist der Fahrerkopf. Der hat hier, besteht aus zwei Teilen. Da kann man mal gucken, dass man zuerst inmalt. Das mache ich so auch als erstes. Also erstmal schön die Farbe gut durchschütteln. Und dann nehme ich immer die Farbe so ein bisschen aus dem Topf. Das Ganze läuft jetzt hier übrigens ein bisschen schneller auch, weil das doch schon ein bisschen länger dauert. Und man braucht ein bisschen so ein ruhiges Händchen, aber ich finde, man kann das ruhig mal machen. Das wertet so einen Wagen doch ein bisschen mehr auf, als wenn man jetzt einfach nur den weißen Fahrer da reinsetzt oder gar keinen hat. Im Endeffekt male ich immer nur halt Hautfarbe sozusagen auf den ganzen Torso. Wenn man so ein bisschen möchte und das angetrocknet ist, kann man nochmal mit ein bisschen abgedunkelter Farbe das Ganze nachziehen. Das hier lasse ich jetzt einfach erstmal trocknen. Habe jetzt sozusagen die Nase, die Wangen und das ganze Gesicht, auch die Augen mit angemalt. Das heißt, jetzt mache ich den Pinsel sauber. Manche Farben müsst ihr mal gucken, könnt ihr mit Wasser auch reinigen. Diese sind jetzt so, dass ich sie auch mit Farbreiniger, zum Beispiel dem Carson Painkiller, reinige. Wenn der Pinsel sozusagen sauber ist, kann ich in die nächste Farbe starten und das jetzt in diesem Fall nehme ich Rot. Also auch hier wieder die Farbe gut durchschütteln, damit sich alles gut vermischt und die Pigmente gut gleichmäßig sind. Und dann fange ich jetzt einfach an. Ich lasse jetzt den Hauptteil vom Helm sogar weiß, oder ich fange jetzt erstmal hier mit dem Torso an. Ich gebe dem einen roten Rennoverall, das heißt, ich male hier alles vom Kragen an rot an, außer den Gurten. Die Gurte, die lasse ich noch weiß und auch die Schnallen, das lasse ich weiß. Und jetzt einfach schön anmalen. Ich gehe jetzt auch gar nicht hier oben so stark auf den weißen Kopf, also auf die Halskante zwischen Helm nachher ein. Das heißt, die lasse ich einfach so ein bisschen weiß. Das ist ja eh der Helm, der da drüber sitzt. Und ja, das, was jetzt hier hinter meiner Hand passiert, ich male einfach ganz normal diesen Wagen flächig. So Figuren gibt es übrigens in ziemlich vielen verschiedenen Wagen. Hier im Wild One ist es ein bisschen anderer Kopf, aber ähnlich. Auch der Hobby Buggy hat eine Fahrerfigur, dann aber ohne Helm, dafür mit Cowboy-Helm. Im BBX ist dieser ganz neue Fahrer, den habe ich noch gar nicht gesehen, da bin ich mal ganz gespannt drauf. Sehr cool ist der auch im Astute 2WD Buggy, kriege ich bald auch. Ein schöner ist auch im Wild One. Und so im Grunde genommen, das sind so die vier Fahrerfiguren, die es gibt. Ach ne, hier gibt es noch einen anderen. Der Blackfoot hat auch so einen mit so einem runden Helm, so einem richtig schönen 60er Jahre Helm. Hier sitzt auch noch mal einer im Wild One, auch ein toller Wagen. Wenn ihr jetzt ein bisschen hier so rummalt, ich lasse hier einfach mal die anderen Modelle rein, die auch Fahrerfiguren haben, damit ihr es wisst. Also wenn ihr so rummalt und erstmal nur in Rot arbeitet, dann habt ihr nachher so ein bisschen natürlichen Schattenwurf. Was ihr aber auch machen könnt mit einer zweiten Schicht, ist dann nochmal das Ganze so ein bisschen mit Schwarz, mit Wasser verdünnen und dann so ein bisschen drüber geben und das dann wieder abtupfen, wenn das trocken. Also das Rot muss trocken sein, dann könnt ihr ein bisschen mit einem leichten Schwarz drüber gehen. Und das dann wieder schnell abtupfen. Dadurch setzt sich die Farbe nur in die Rillen rein und ihr habt ein bisschen stärkeren Faltenwurf. Jetzt habe ich hier gerade gesagt, da die Kanten, wo es sozusagen so ein bisschen nachher abgeknipst wird, das stört jetzt nicht. Was ich jetzt am Helm mache, ich maskiere sozusagen nur die äußere Kante vom Helm und den Stoff sozusagen, die Polsterung, die in den Helm reingeht, die male ich an. Das heißt, zuerst mit der ruhigen Hand versuchen, von außen schön diese Kante zu setzen, dass die einmal rumläuft. Das heißt, den Helm lackiere ich jetzt im Großen gar nicht. Den lasse ich einfach weiß, so wie er ist. Wenn man da jetzt noch ein bisschen Zeit investieren könnte, würde man auch den ganzen Helm zum Beispiel nochmal lackieren. Aber ich finde, das kann man dann doch besser machen, wenn er schon zusammengeschraubt ist, damit diese Kante, die sich da entsteht, wenn man ihn zusammensetzt, nicht so stark zu sehen ist und dass sich so ein bisschen mehr anpasst. Jetzt mache ich sozusagen die Inneneinlage vom Helm. Könnte man auch schwarz machen. Ich mache es jetzt auch rot und da muss man wieder einfach nur aufpassen, dass man nicht bis ins Gesicht reinmalt, also genau bis zur Kante. Das macht man jetzt rundherum.
die anderen Seite auch nochmal. Wenn ihr jetzt nicht solche Fahrer habt, sondern ihr wollt zum Beispiel einen Tourenwagen ausstatten, dann gibt es auch von Tamiya welche mit einem Fahrer oder so Rallye-Cockpits mit zwei Fahrern. Gibt es als Links- und Rechtsfahrer, je nachdem, ob ihr auch in England unterwegs seid. Auch die kann man anmalen. Da ist ein bisschen mehr Aufwand, weil man halt mehr am Cockpit auch malen muss, aber das geht auch recht gut. Wenn ihr das mal sehen wollt, schreibt mal gerne unten rein, dann werde ich auch mal ein Rallye-Cockpit zum Beispiel bemalen und zeigen, wie ich das so mache, worauf man da noch achtet, wie man das auch so ein bisschen nach Custom, also verbessern kann, dass es einem selber gefällt. Hier gebe ich jetzt übrigens eine zweite Schicht nochmal so ein bisschen drauf, dass das Rot ein bisschen deckender ist. Habe ich jetzt so gemacht, bin ich ganz zufrieden mit. Das heißt, jetzt alle Rottöne schon benutzt. Die Flasche wieder zumachen, Pinsel reinigen und dann nehme ich die nächste Farbe. Ich male nochmal mit Schwarz so ein bisschen. Die habe ich auch wieder geschüttelt. Und jetzt mache ich zum einen erstmal die Gurte, also jetzt nur die Gurte oben und auf der Seite bis zur Schnalle. Die Schnalle lasse ich einfach erstmal weiß. Dann müsst ihr selber gucken, was ihr da macht, welche Farbkombinationen ihr haben wollt. Ist ja auch, wenn man jetzt irgendwelche Renngurte hat, die sind ja auch manchmal selber rot oder blau. Könnte man auch noch kleine Schriftzüge mit drauf malen. Aber da muss man schon sehr fein malen können. Das Ganze ist ja 1 zu 10 ziemlich klein. Und genau, jetzt habe ich erstmal die Gurte oben gemacht. Jetzt mache ich noch unterhalb der Manschette. Einfach drüber malen. Wenn ihr es so macht, dann, das muss gar nicht 100% perfekt sein. Mir fällt nachher auch noch ein Fehler auf. Kann man dann übrigens auch mit dem Paintkiller wieder wegmachen, die Farbe. Aber es ist doch schon schöner, als nur eine weiße Fahrerfigur, wenn ich drin zu haben. Jetzt mache ich das Ganze nochmal am Helm und da passiert mir auch der einzige Fehler, den ich hier so habe. Das heißt, ich ziehe von rechts einfach, ups, rum, mache nur die untere Helmkante. Mal unten vom Helm jetzt auch nicht. Da ist mir übrigens der Fehler passiert, bin ich ein bisschen zu weit hochgegangen. Zeige ich vorne so eine kleine Stelle drauf. Die kann ich nachher, wenn es trocken ist, auch mit dem Paintkiller ganz normal wegmachen. Hinten geht es auch nochmal rum. Das heißt, diese untere Kante vom Helm einfach schwarz machen. Und auch hier gehe ich unter den Helm nicht so stark, nur so ein bisschen am Rand, damit das nicht so auffällt, wenn man so ein bisschen schräg drunter guckt. Und da stellt die Kamera nicht scharf, aber ihr seht, was ich mache. Denn da reibt sich ja nachher sozusagen wieder der Torso unten drunter, das wird da zusammengeschraubt. Das sind dann auch so gleich die nächsten Schritte. Also das habe ich jetzt hier fertig. Auch hier das Schwarz nochmal gucken. Wenn das nicht richtig deckt, einfach noch ein zweites Mal drüber gehen, nachdem es so ein bisschen angetrocknet ist. Dann wird das auch schön deckend und sieht jetzt nicht so dahingewischt aus, sage ich jetzt mal. Und jetzt habe ich das gleich sozusagen schon fast fertig. Also ich habe jetzt mit zwei Farben gemalt. Da vorne ist jetzt die Kante. Was ich jetzt gerade noch gemacht habe, ist Augen und Augenbrauen einfach so ein bisschen reingemalt, vorsichtig. Man muss da jetzt gar nicht auch noch mit Weiß reingehen. Wenn man das so ein bisschen einfach sieht, finde ich, sieht das schon ganz okay aus. So kriegt er so ein bisschen Charakter. Jetzt male ich hier noch ein bisschen mit dem Schwarzen oben die Kante nochmal nach. So, das Ganze kann ich jetzt trocknen lassen. Ist jetzt ein Tag theoretisch schon vergangen. Ich baue das Ganze jetzt mal schnell raus. Ich entgrate das hier nochmal an der Seite, damit die Helmrundungen gut aneinander passen. Und dann wird das Ganze zusammengeschraubt. Die Schrauben sind ja dabei. Hier in die Mitte werden noch zwei so Flächen mit eingearbeitet. Das heißt, einmal unten, da wird die Schraube von oben reingesetzt und das gleiche von oben, damit da so ein Gewinde drin entsteht. Und dann wird der Helm, und das tut immer so ein bisschen weh, von hinten fest verschraubt. Also im Helm schrauben fühlt sich immer komisch an. Aber jetzt haben wir den Helm einmal fest. Jetzt kommen hier noch Sticker vom Bogen drauf. Auf die linke und rechte Seite einmal nochmal so ein schöner kleiner Tamiya Stickerbogen. Finde ich eigentlich ganz süß, dass da sowas bei ist. Andere Sponsoren würden da auch gehen. So sieht er aus, so Kamera. Das ist jetzt sozusagen der Fahrerkopf. Jetzt haben wir ja das Gewinde sozusagen gerade mit eingeklemmt. Das waren diese weißen Plättchen. Jetzt schraube ich noch einmal den Torso unten drunter. Ihr hättet übrigens auch den anderen Torso nehmen können, der ein bisschen größer ist. So, dann haben wir das fertig. Jetzt knipse ich nochmal die anderen Sachen raus. Aber im Endeffekt, so sieht es dann im Fahrzeug aus. Ich habe den jetzt reingeklemmt. Muss ich mit dem Coop-Tipp und PaintX nochmal drüber gehen. Aber ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auch gerne ein Abo da. Wenn ihr mehr von welchen solchen Videos sehen wollt, Abo drücken. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne unten drunter. Ansonsten danke an Tamiko für die Unterstützung bei diesem Video. Bis dann, ciao und tschüss, euer Kress.